Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil. Im letzten Part haben wir alle Perlen gesammelt. Wir haben jetzt 88 Perlen. Wir haben auch schon das Perlenspiel ausprobiert, das wir dadurch bekommen haben. Von Issam. Und ja, jetzt versuche ich noch die letzten Tiere zu finden. Und ich vermute einfach, ich bin mir nicht sicher. Aber ich vermute einfach, die letzten Tiere, das sind die hier. So, erstmal. Irgendwo da muss was rumschweben. Irgendein Tier oder irgendwas, das ich fotografieren kann. Ich werde jetzt erstmal so hoch gehen, wie ich nur kann. Okay, höher geht's nicht. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ich wüsste mal gern, was dann passiert. Ich will es lieber nicht wissen. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Ja, ist okay. So, aber wo fehlen mir denn noch Tiere? Also, scheinbar in der Stadt. In der Stadt fehlt... Nee, gar nicht wahr. Über der Stadt. Das Vieh da oben? Ah nee, das ist ein Raumschiff. Wo fehlt mir denn noch hier was? Direkt vor mir, hier. Vielleicht der da? Ne, den habe ich schon. Was fehlt mir hier dann? Das ist die Frage aller Fragen. Also theoretisch ist es genau über oder unter mir. Über mir schließe ich jetzt mal aus. Unter mir ist die Stadt. Das ist seltsam. Müll abwerfen auf festem Boden verboten. Nein, ist es nicht. Hast du doch sonst auch gemacht. Dann Richtung. Hier. Das heißt irgendwo da drin. Also gut, dann gehen wir erstmal in die Firma. Unerlaubtes Manöver, unerlaubtes Manöver, unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Ach Quatsch. Ein Scheiß. So. Hier in der Fabrik ist scheinbar irgendwo noch ein Tier. Zwei sogar. Alles klar. Zwei Tiere. Zwei auf Karte, zwei auf dieser Etage. Zwei auf Karte, null auf dieser Etage. Aber halt, die habe ich doch schon, oder? Ich wüsste mal gern, welche Tiere mich noch fehlen, ey. Naja. Sie kamen mit dem Hovercraft bis hierher? Also sind Sie an den Wachen vorbeigekommen? Jo. Bin ich. Ich weiß auch nicht. Ich gehe stark davon aus, dass hier... Ja, dass das die Tiere sind, die mir fehlen. Auf der vierten Etage. Also hier auf der vierten Etage. Da muss es Tiere geben. Das heißt, mit dem Aufzug einmal hochfahren. Hallo Ratten. Jo. Ich kenne euch natürlich noch. Aber der ist ja außer Betrieb, ne? War es vielleicht im Labor? Keine Ahnung, ist es hier oben?
Es ist in der vierten Etage. Okay, probieren wir es einfach mal hier aus. Wenn ich jetzt hier hochgehe, rein theoretisch. Check. Drück aufs Knöpfchen, Junge. Rein theoretisch wird das jetzt echt ätzend. Das wird jetzt ein Gesuche ohne Gleichen. So, wir sind jetzt hier, ne? Genau. Genau, da wollte ich auch hin. Jetzt müssen wir geradeaus durch. Oder? Hier hin. Jo. Das würde aber keinen Sinn machen. Jetzt bin ich hier oben. Ach du Scheiße, ey. Hallo? Geht das Ding auf? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ach, verdammt. Kann ich weiter hoch? Komm schon, hoch. Jawohl, okay, also fünfter Stock. Hoffe ich. Vierter Stock, perfekt, perfekt. Hier müssen irgendwo die Tiere sein. Das kriege ich auch noch hin. Erstmal speichern, um sicher zu gehen. Versteht ihr? Speichern, sichern ist fast dasselbe. Speichern, um sicher zu gehen. Ach man, ich habe auch schon bessere gebracht. Theoretisch sind wir jetzt direkt hier beim Boss, genau. Beim Bosskampf. Jetzt müsste ich... Ich müsste dadurch, verdamm ich doch. Der Boss ist auch Geschichte. Oh, ich glaube, ich komme an die Tiere nicht mehr ran. Ich glaube, den Weg habe ich mir verbaut. Ernsthaft, ich glaube, ich komme nicht mehr an die Tiere. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ich muss ja nach oben, aber der Hauptaufzug, der ist im Arsch. Und es gab nun mal nur den Aufzug da hoch. Ja. Sprich, ich habe hier jetzt verkackt oder was? Drück aufs Knöpfchen. Ach nee, musste gar nicht, ne? Nö, musste nicht. Ah, halt. Ach, so war das, genau. Du blöde Ratte da oben, ne? Stirb. Das scheint nichts zu bringen. Wie kriege ich denn nochmal das Ding da weg? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Natürlich nicht. Ja, der Aufzug kommt nicht. Das heißt, ich habe hier verkackt. Alles klar. Ja, dann kann ich ja gar nicht alle Tiere bekommen.
Das ist schade. Ich hätte gerne alle gehabt und dann noch die M-Disc. Was machen wir da? Also irgendwo in der Stadt scheint es ja auch noch Tiere zu geben, die ich nicht habe. Ach Gottchen. Ey. Auf euch habe ich jetzt keine Lust. Let's go! Der Aufzugraum. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Hier ist das Vieh. I'm spinning right round, baby, right round. Der war mir aber eigentlich egal. Perfekt. Für den Arsch. So, die anderen Perlen, beziehungsweise Tiere. Gab's wohl noch im Vulkan. Okay, dann gucken wir mal, ob wir die Tiere kriegen. Vielleicht kriegen wir sie ja hier. Also im Vulkan drin. Unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Beziehungsweise. Nicht unbedingt hier drin. Weil ich habe ich hier eine Karte? Mhm. Ich habe hier keine Karte. Also gut, hier war es dann definitiv nicht. Schätze ich jetzt mal. Dann war es nämlich unten drin in der Insel. Dann muss es unten drin gewesen sein. Andocken, andocken. Boah, die Steuerung. Die ist ätzend. Ich hoffe, ich muss nachher nicht durchs Weltall fliegen. Wobei es ja lustig ist. Unerlaubtes Manöver. Zu unerlaubtes Manöver. Kollisionsrisiko hoch. Aber hier doch nicht, oder? Natürlich nicht. Die schwarze Insel. Nein, ich kann hier nicht schießen. Das ist zu gefährlich. Warum? Puss nicht rum. Scheinbar hat sie ja zwei Tiere. Die ich noch nicht habe. Obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass ich alle gefunden habe. Naja, mal gucken. In der großen Kammer, alles klar. Dip, 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 dip. Die alte Mine. Ja, da kommen Erinnerungen hoch an die alte Mine. Das hier ist die große Kammer, ne? Hier muss irgendwo... Ja, hier muss irgendwo das Tier sein. Beziehungsweise dort im Ecken. Mal gucken, ob wir es finden. Diese Schreie, die machen es nicht unbedingt besser. Ja. Das ist natürlich... Kann ich da hochspringen vielleicht? Natürlich kann ich. Okay. Rein theoretisch? Ist das hier links im Eck dann? Kommt der hinterher? Jo, na klar. Hier links im Eck. Oder? Nee, hier bin ich zu weit, okay. Wartet mal. Ja, hier bin ich definitiv zu weit. Aber hier außen dann. Hier im Eck. Schieß mich mal da hoch, bitte. Hallo? Ah ja, das geht ja nicht ohne Page. Er ist zwar stark, aber so stark dann doch nicht. Also theoretisch ist das Ding hier im Eck.
da im Ecken irgendwo. Dich will ich nicht anvisieren. Schiebetür. Was will ich mit einer Schiebetür? Dann gucken wir mal von hier oben. Mm-mm. Hier ist kein Tier. Dann ist das Vieh da hinten. Okay. Darüber kommt sie nicht, ne? Nö, natürlich nicht. Und runter kommt sie hier auch nicht. Och Gottchen. Jade oder Jade. Lass dich doch runter. Das ist jetzt ein bisschen mühsam. Die letzten Tiere zu finden. Aber ich möchte es natürlich machen. Ich will die Tiere alle finden. Es sind nur noch 9 Stück. Also das wäre wirklich... Ey, jetzt spiele ich schon mal durch, dann will ich auch 100%, ne? So, der Sekundärschacht. Jawohl, dann muss es hier sein. Oh ja, euch hatte ich ja komplett vergessen. Halt, da bin ich auch schon zu weit. Ja, dann muss ich euch bekämpfen, oder? Ja, so eine Scheiße, aber... Oder ich gehe hier lang. So, wo komme ich jetzt raus? Hier komme ich raus. Okay. Und wo soll das Tier sein? Im Eck. Vielleicht ja hier unten? Aber dich habe ich doch schon. Du fette Qualle, du. Dich habe ich doch auch schon, oder? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ja, dich habe ich ja auch schon. Das ist jetzt eine schwierige Nummer. In der ersten Etage. Okay, wir probieren mal was. Wenn ich hier nicht wirklich weiterkomme. Wie komme ich nochmal runter? Ich will auf jeden Fall runter. Mhm. Sprich, ich muss wieder in die große Kammer. Okay. Auf in die große Kammer, würde ich sagen. Oh, wo geht's denn da lang? Ah, da komme ich nicht hoch. Ja. Auf in die große Kammer zurück. Und dann mal gucken, ob wir an das andere Teil kommen. Heieieiei. Ja, ja, ja. Alte Mine, genau. Boah, ich würde gerne meine Kamera bewegen. Danke. Mhm.
Das ist klar, rein theoretisch da oben. Dann gucken wir uns das auch noch an. Beziehungsweise hier. Beziehungsweise hier. Amöba Polypodia. Schön. Eine Polypodi-Amöba? Mein Kompliment. Ja, bitte. War nicht so schwer. Okay, das wird jetzt also tatsächlich dann die Suche nach den unauffindbaren Tieren. Aber damit habe ich bewiesen, überall wo die Tatze ist, ist das Tier. Das heißt, ich muss jetzt auf allen Karten die Tatzen finden. Das wird nicht einfach. Vor allem das Vieh, ne? Das muss hier sein. Es muss einfach. Also die Fliegen hier habe ich schon. Und da oben scheint auch nichts zu sein. Ich hab euch doch schon. Man kann es halt wirklich nicht genau erkennen. Es muss im Durchgang sein. Ich guck nochmal. Ich weiß, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber gib mir noch eine Minute. Ich find das noch raus, wo dieses blöde Mistvieh ist. Ja, da ist die Mine. Gefährlich, tödlich. Das ist der Jade voll egal. Der Jade ist das egal. Hier. Ihr seid so scheiße, ne? Warte auf Befehle, Miss Jade. Dich habe ich doch auch schon. Ja, eben. Es muss hier unten sein. Es muss genau hier sein. Genau hier muss es irgendein Vieh geben. Double H, du bist echt eine Hilfe, ey. Das. Boah, der Typ. Hallo. Es muss hier irgendwo ein Tier geben, das ich nicht sehe. Das ich einfach total übersehe. Es muss hier sein. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es ist direkt hier. Hier darf ich keine Fotos machen. Oh! Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Das Heimteam. Vielleicht wenn wir das kaputt machen? Nö. Gut, dann werde ich das wohl beim nächsten Mal rausfinden. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn wir nicht so viel geschafft haben, dann schaltet doch bitte beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, ciao Leute!